Da haben wir's. Da ist es. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann das. Gekämpft habe ich jetzt aber mal genug. Jetzt gehe ich heim. Auch von hier aus sieht es ja eigentlich so nicht mal so schlecht aus. Da oben. Dann machen wir uns mal lam 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 lam. Es muss ein Creeper sein. Es muss ein verfuckter Creeper sein. Oh Mann, ey. 20 Bambus. Das ist auf jeden Fall mal echt wenig. Ah. Wie war das? Es muss ein verfuckter Creeper sein. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie so abartig. Creeper sind auch der einzige Grund, warum ich eigentlich gerne im Kreativmodus spiele. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das so schwachsinnig, eine Kreatur, die dann spawnt und einem das Zeug, was man gebaut hat, zerstört. Das klappt nicht. Ah! Ah! Kein Mensch glaubt mir das. Das glaubt mir echt kein Mensch, wie diese Dinger mir auf den Sack gehen. Verdammte Scheiße! Glaubt man noch echt nicht. So ein Mist. Regt mich ja so auf, also ehrlich, das glaubt mir keiner, mich diese Viecher aufregen. Mann, oh Mann, oh Mann. Bambusfarm. So. Ich sehe da hinten auch mal wieder was. Unter diesen süßen kleinen Bäumen ist hier so viel Schatten. Ja, halt die Schnauze. So, Bambusfarm bauen wir am besten hier hinten hin. Noch nah genug.
Oder wisst ihr was? Ich baue die Bambusfarm hier dazwischen. Dann habe ich ein wunderbares Farming-Plateau hier. Ein bisschen was futtern. Und ein kleines bisschen wenigstens hier aufschütten. Allzu groß muss es jetzt nicht sein. Ich habe nicht geplant, gigantische Bibliotheken zu bauen. Aber ich werde auf jeden Fall diese Zuckerrohrplantage versuchen, mit Pistons irgendwann zu automatisieren. Deswegen wird die mit Sicherheit auch noch größer ausfallen. Auf Dauer. So, einmal zweimal dreimal und viermal, dann reicht das auch. Stück. Ah. Erstmal. Zack, zack und zack. Der Baum spendet jetzt natürlich tierisch Schatten. Den muss ich auch definitiv loswerden. Drei behalte ich, da kann ich im Stand ein Buch von machen. Ob man einen Fleischwolf bauen kann, der nur Creeper ganz langsam so zerdrückt, damit die richtig leiden müssen. Ich glaube, Cleanstone war das gewesen. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst einen einzigen dieser Dinger gebaut. Und deswegen gucken wir mal, ob wir den zusammenkriegen. Da probiere ich auf jeden Fall noch aus. Weil das ja bei dem normalen ist, dann könnte das tatsächlich sein, dass das funktioniert. Ah, nein. Oh Mann, ey. Ich hätte sowieso mehr für ein Buch gebraucht. Fällt mir gerade ein. Dann braucht man ja 9 Bambus für. Nur 9 Bambus bin ich jetzt momentan. Doch, komm, jetzt bin ich... Dann brauche ich halt eben ein bisschen länger, um hinten die Farm in Anspruch zu, in Betrieb zu nehmen. Ich gehe mir jetzt, hole ich mir 9 Bambus. So. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dramatisch, wenn ich halt eben hier offline ein bisschen länger brauche.
um hier hinten die Farmen in Betrieb zu nehmen. So. Oh nein, Quatsch. Schon hunderttausende Bücher gemacht und doch noch verkackt. Man braucht 9 Bambus, um ein man braucht 9 Bambus, um ein Bücherregal zu machen. So war's. So. Gucken wir mal, ob wir das jetzt hinbekommen. Aus dem Kopf. Zack, zack. Ich glaube, das war so. Und so und so. Nein, war es nicht. Ganz kurze Unterbrechung. Ich muss doch nachgucken. Aha, dann ist der eine Industriediamant sowieso hinfällig. So war das. Gucken wir mal, ob das funktionieren würde. Nein, funktioniert nicht. Da haben wir dann unseren Enchantment Table. Solange wir keine Bücherei haben, wird dieser erstmal im Lager stehen. Aber wir werden uns eine schöne Bücherei dafür bauen. Für im Laufe der Zeit. So, da stellen wir nicht hin. Und dann gucken wir mal. Ah, tatsächlich. Jetzt muss ich aber auch noch was anderes schauen. Und zwar sind mir die hier ja doch am liebsten. 3. Zack, zack, das kommt wieder weg. Sticks habe ich keine mehr. Dann brauche ich einen Rubber Tree Hobbit. Und dann bauen wir uns mal und gucken mal, ob die Red Power Mod... Also jetzt momentan in der Version kann ich mir es nicht vorstellen, dass das funktioniert. Dass man die hier verzaubern kann. Doch! Ui! Gut. 13 ist normalerweise was, womit ich nicht verzaubere, weil eigentlich unter 26 nichts Aufregendes passiert. Ich werde jetzt auch mal gucken, hier werde ich nicht sowieso nicht sehr hoch kommen mit nur einem Table. Ich investiere jetzt aber doch mal ein paar Punkte mehr. Hier 5 ist gut. Und krieg nur Efficiency 1. Und genau das ist das. Mit einem Punkt hätte ich auch definitiv irgendwas mit Efficiency oder Unbreaking 1 bekommen. Ja. Gut, die Bronzeschaufel ist noch gar nichts. Die mache ich jetzt mit einem ganz kleinen. Zack, Efficiency 1. Und so kann man sich sehr, sehr schnell mit ganz wenig Dingen einfach ein besseres Werkzeug bauen. Jetzt gucke ich mal. Ein Erfahrungspunkt ist auch nicht. Kann ich ja auch noch etwas investieren. Denn den hat man ja wirklich ruckzuck. So, das da. Die Seeds kommen da oben rein. Gut, was haben wir jetzt noch alles? Das Obsidian tue ich mal wieder weg. Obsidian kommt weg, der Dreck kommt weg, das kommt weg und das kann ich auch weg tun. Pfeile kommen hier hinten rein. Und die Eimer bringe ich wieder zurück. Gut, die Schaufel ist auch im Arsch. Funktioniert das auch mit Schaufeln? Das funktioniert auch mit Schaufeln. Gut. So. Da ich nicht vorhabe, großartig was hiermit zu machen, da halte ich einen 64er Stack, falls ich tatsächlich mal Pfeile brauche. Die Kisten sind von der Vollheit her schon relativ voll. Da kann man auf jeden Fall schon mal was mit bauen. Dreckkisten sind eigentlich nicht so voll, deswegen lasse ich die mal, falls man irgendwas schwer auffüllen muss. So, okay. Dann haben wir das. Wir haben ein Enchantment Table gebaut.
Ich hab dich gehört. Ja, ich hab dich tatsächlich gehört. Komm mal raus. Ja, wunderbar. Kleine süße Spinne. Oh Mann. Ich muss mal hier alles rundrum mit Fackeln zukleistern. Also es ist doch nicht wahr. War klar. Ging das auch ohne, dass der Drecksack explodiert. Wenigstens einer von diesen Drecksäcken explodiert. Das Loch stopfe ich aber offscreen. Jetzt haben wir nichts anderes gemacht, außer Scheiße in den Aufnahmen. Jetzt werde ich aber auch wirklich mich mal dran geben und mal wieder was machen. Erstmal bringe ich die Eimer weg, dann sammle ich mein Zeug zusammen und dann gehen wir mal hinten. Oh nein, ich könnte echt heulen, ich könnte echt heulen. Also ich... Oh Mensch. Also das ist wirklich, die stören den laufenden Betrieb so derbst. So, meine Eimer kommen hier hin. Die brauche ich nämlich immer, um die Motoren zu füllen. Das ist ein Geräusch, das liebe ich. Verreckete Creeper. Jetzt hat man hier einen halben Tag verschwendet, nur um den Creepern aus dem Weg zu gehen. Also das ist echt... echt nicht normal. So. Das brauche ich, wenn ich da hinten arbeiten will. Die Axt holen wir mit. Das kann wieder hier rein. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. 14 Fackeln sind nicht viel. Das. So. Davon haben wir noch. Eisen brauchen wir noch 2. Davon machen wir uns jetzt eine Säge. Die werden wir mit Sicherheit brauchen. Jetzt brauchen wir Glas. Glas. Nimm Holz mit. So, das Holz nehmen wir mal mit. Da gucken wir mal, ob wir was mitgebaut bekommen. Das nehmen wir mal mit. Gut, das ist leer. Das nehmen wir auch mit. Die hier befüllen wir noch mal. 1, 2, 3. Zack, einmal und zweimal und dreimal. So, das haben wir alles. Kohle bleibt hier, brauchen wir nicht. Dann zu Glas haben wir. Lapis Lazuli ist mal momentan noch zu teuer. Das ist nicht gebrannt. Wir nehmen uns aber 9 hiervon mit. 9 hiervon mit. Ah nein, Quatsch, da brauchen wir noch nicht. Da fehlt uns noch was.
Obsidian zu bauen ist Unsinn. Gut, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Es ist zwar nicht besonders viel Material und noch nicht besonders viel Auswahl, aber ich will ja nur mal grobes Sachen machen. Und zwar ein bisschen Inneneinrichtung vom Magierturm. Und ich glaube, da tue ich dann nachher auch meine Bücherei rein, mit meinem Enchantment Table, weil ich glaube, das passt da super rein. Und auch nachher mein Trankbraustrand, der kommt alles da hinten hin. Das ist zwar ein bisschen abseits, aber ich meine, wie oft braut man schon Tränke? Nicht besonders oft. Wie oft verzaubert man Gegenstände? Auch nicht so besonders oft. Deswegen denke ich mal, ist das ein ganz guter Platz dafür. Okay, fuck.